Hallo, willkommen bei Eingeschenkt. Bei mir zu Gast heute Kenan Güngör. Hallo. Hallo. Kenan Güngör ist Soziologe und hat selbst ein Büro, wo er Regierungen, die Bundesregierung, Bundesländer und auch die Stadt Wien in Fragen der Diversität und Integration berät. Und um das geht es heute auch, der sogenannte Integrationsbegriff. Mir fällt auf, dass, wenn es um Integration geht und alles, was rundum angesiedelt ist, seit Jahren eigentlich mit einer sehr hysterischen und sehr viel Hysterie diskutiert wird. Wie erklären Sie sich das, dass sozusagen, wenn es um diese Fragen geht, das immer so aufgeladen ist? Ich glaube, vielleicht macht es einen Schritt dann eher einmal zurückzugehen. Wir haben, wenn man das recht überlegt, vor 15 bis 20 Jahren war das eher so, dass sie dieses Thema nirgendwo auf der Agenda hatten. Im Gegenteil, dort wurde sogar sehr bemüht, dieses Thema irgendwann in die Tagesordnung zu bekommen. Das ist sozusagen vor fast 15, 20 Jahren der Fall gewesen. Irgendwas hat sich wirklich radikal verändert, dass wir heute es eigentlich keinen einzigen Tag haben, wo dieses Thema nicht in den Medien steht. Das heißt, in den letzten 20 Jahren hat sich was völlig verändert und es ist eben nicht selbstverständlich, wenn man die Geschichte weiß, was da passiert ist. Und auf der anderen Seite ist es so selbstverständlich, dass das passiert. Das ist immer mir wichtig, diesen Verlauf mal ein bisschen zu zeigen, wie sich unsere Aufmerksamkeit auf dieses Themenfeld Integration doch so stark fokussiert hat. Das hat verschiedene Gründe. Ich bin Soziologe. Wenn man von außen betrachtet, mit einer bestimmten Distanz, müsste man erst mal sagen, es würde einen wundern, wenn es nicht auf der Tagesordnung wäre. Wenn man die Demografie sich anschaut, wie sich das verändert in einer Stadt, wo sie einen Bevölkerungsanteil mit ungefähr 44% Menschen mit Migrationshintergrund haben, muss man einfach sagen, das sind natürlich sehr starke Verwerfungen demografisch in einer Stadt. Und die geht in einer mit Vielzahl von Möglichkeiten hinher, vielfach, also die Stadt lebt von dieser Vitalität, das kann man ohne weiteres sehen. Auf der anderen Seite geht es natürlich mit vielen Brüchen einher. Was sehr, sehr stark dann passiert, ist immer, und das könnte man fast in allen Formen von größeren Zuwanderungsströmen in allen Teilen der Welt sehen, dass es eher dann irgendeinen Kampf gibt zwischen den Etablierten, die vorher da waren, sagen, das ist unser Wien, unser Österreich oder von mir aus unser Istanbul, und dann die Neuzügler, die hineinkommen, die dann eher sozusagen als Außenseiter mal draußen stehen. Das ist dieses Phänomen, was man Norbert Elias mit dem Etablierten und Außenseitern beschrieben hat. Der hat eine Studie gemacht, ich glaube in England, oder? Genau. In einem Dorf, in dem eigentlich nur, also von demselben sozusagen Engländer, oder ich weiß nicht, ob es England war oder Schottland. Genau, und das waren keine ethnisch Fremden, ja, das genau. Waren nur, das ist ja das Spannende, also ein Dorf, eine Region, wo Einheimische sind, also eingesessen, und dann kommen nicht Fremdethnische, sondern es sind von der eigenen Gesellschaft her, aber sie werden als Fremde, als Eindringlinge wahrgenommen und etwas, wo sie dieses Grundbedürfnis zu sagen, jeder, wenn wir vorher da sind, gehört es uns erstmal. Und es ist, der andere hat eben nicht die gleichen Rechte. Wir haben als Alteingesessene Vorrechte. Das ist so ein Grundmuster sozusagen, was wir immer wieder beobachten. Übrigens trifft das auch auf uns zu, also das ist gar nicht so weit weg. Ich finde es immer faszinierend, wenn man im Sommer im Bad ist und dann sich schaut, wenn jemand auf eine Liege dann ein Handtuch draufschmeißt, sagt, das gehört mir auch, wenn ich den ganzen Tag nicht wirklich drauf bin. Aber wir markieren etwas. Das heißt, es ist ein Grundbedürfnis, das zu definieren. Und jetzt, was wir haben, ist einerseits, dass es um diesen Kampf um diese Etablierten geht, deren Vorrechte, die sie haben, und sagen, warum sollen wir es den anderen geben? Auf der anderen Seite haben wir, das kann man wirklich ganz kurz sagen, geht es um ein anderes tiefes Selbstverständnis von modernen demokratischen Gesellschaften, die sagen, in unserer Gesellschaft hat jeder die gleichen Rechte, Punkt. Und zumindest die gleichen Chancen. Und das kollidiert miteinander. Also einerseits Vorrechte, einerseits die gleichen Chancen. Das ist sozusagen gegenwärtig das Thema. Das wäre Punkt 1. Der zweite sehr wichtige Punkt ist für mich, ich beschreibe Österreich oder ich beschreibe Europa, eine Gesellschaft mit so einer hohen Transformation, Veränderung in dem Bereich zu sagen, das sind Transformationsgesellschaften. Und jede Transformation, jeder größere, tiefgreifende gesellschaftliche Wandel geht auch mit massiven Konflikten einher. Wo würden Sie diese großen Wandlungen oder Transformationen sehen? Wir haben verschiedene, also erstens haben wir sie in demografischer Hinsicht. Also neben dem, dass wir eine ältere Gesellschaft werden, aber das spüren wir wenig, wir problematisieren das viel stärker. Aber ich würde sagen, es gab noch nie so eine
Zuwanderung nach Europa, wie wir es hier haben. Europa war eigentlich immer schon eher ein Auswanderungsland über Jahrhunderte hinweg. Jetzt ist es mit dem konfrontiert, ein Zuwanderungsland zu sein, wo auch Menschen kommen, die nicht, und das ist vielleicht ein anderes Phänomen, weil ich sage, es kommen Menschen zueinander, die nicht die Absicht zueinander hatten, die nicht aus Interesse zueinander gekommen sind. Also wenn wir uns irgendwo in eine WG gründen würden und wir hätten alle Interesse daran, ist es kein Problem. Wir haben eigentlich aufgrund der Arbeitszuwanderung, der Arbeitsmigration, Gruppen miteinander, die eigentlich nicht viel miteinander zu tun hatten, aber jetzt sich in einer Gesellschaft irgendwie zurechtfinden müssen. Und das zu schaffen, sozusagen von Gruppen, die wenig miteinander zu tun haben, wie passiert denn dieser Bruch? Was sind sozusagen die Stellen? Und da dachte ich unheimlich viel von der zweiten und der dritten Generation, die dieses Kit bilden können möglicherweise. Aber das muss man sagen, es ist keine gewollte Multikulturalität gewesen. Also Österreich hat auch damals nicht gesagt, wir wollen eine multikulturelle Gesellschaft sein, also wie in den Staaten, kommt hinein. So Einwanderungsland, wie genau. Wählen wir, glaube ich. Genau. Und das, glaube ich, deshalb unterscheide ich in diesem Thema zwischen einer faktisch real passierten, nicht gewollten Multikulturalität einer Gesellschaft und einer bewussten, intendierten Multikulturalität. Mhm. Und das ist, wir sind eine faktische multikulturelle Gesellschaft, schon längst. Wir sind hochdivers, schon längst. Aber in unserem Bewusstsein war das eher so, wie wenn Sie sagen, wir realisieren das erst im Nachhinein mit einem bestimmten Behagen oder Unbehagen damit. Mhm. Das wäre Punkt 2, dieses, was da eine Rolle spielt. Und wenn wir von Transformation sprechen, dann wollte ich nur sagen, es ist dann nicht nur die Quantität, sondern auch die damit einhergehende Qualität, die damit einhergeht. Was eher ein Schräg dazu gekommen ist, ist wirklich dieses Phänomen, und das hätten wir vor 15 Jahren, 10 Jahren keines so wirklich vermutet, doch ist doch diese radikale Fokussierung auf den Islam. In der Form ist es neu. Ich hätte früher nicht darauf gewettet, dass wir, also eher, wenn Sie merken, europaweit geht, die nimmt die Religiosität ab. Und auf einmal aber ist die Thematisierung des Religiösen wieder so hoch. Also eine völlig unsynchrone Entwicklung, die wir beobachten und dass wir zum Teil fast mittelalterliche Diskurse wieder so im 21. Jahrhundert wiederführen. Das hätte ich in der Form so nicht vermutet, nicht in dem Ausmaße. Das hat natürlich sehr, sehr stark auch mit dem 11. September und den Verwerfungen zu tun und eine lange, lange Zeit zu sagen, tja, wenn ich in die arabische Welt schaue, in die islamische Welt, ich habe nirgendwo das Gefühl von Modernisierung, von Liberalisierung, wo ich sage, aha, das hat einen Attraktivitätsmoment. Ich sehe etwas, wo ich sage, das ist etwas, hat was mit Progressivität zu tun. Da hat es ja jetzt ein bisschen sozusagen Irritation, das genau. Ist gegeben durch die genau. Arabischen Revolutionen und junge Leute, und, die für Demokratie auf die Straße gehen. Genau, und ich meine, diesen Befund haben wir sozusagen, ist nicht sozusagen aus europäischer Seite, sondern das ist auch eine radikale Kritik eher der Intellektuellen aus der arabischen Welt gewesen, zu sagen, warum ist dieser Stillstand denn da? Und interessant ist, wir haben, glaube ich, schon 70 bis 80 Institutionen, die sich in Europa mit dem Nahen Osten beschäftigen, und keiner hat einen Tag vor diesen Ereignissen eigentlich gesehen, dass es so einen Bruch geben kann. Und ich glaube, dieses Bild wird in der Tat möglicherweise was verändern. Mhm. Wenn Sie sehen, hoppla, es gibt da mittlerweile junge, interessierte, offene Mittelschichten, die sagen, nein, wir wollen eine andere Gesellschaft. Das geht nicht mehr so. Und ich glaube, diese Zeichensprache wird auch vielleicht natürlich eine Auswirkung haben, da bin ich völlig bei Ihnen hier, aber dieses lange Zeit eine rückwärtsgewandte, sehr autoritäre Führung plus eine Sakralisierung von islamischen Lebenswelten war nicht ein Phänomen, wo man sagt, hurra, der Islam ist was Tolles, was hier drin ist. Das ist natürlich dann sehr gut instrumentalisiert worden. Aber ich wollte nur sagen, Sie können nur was instrumentalisieren, wenn Sie auf eine Grundbefindlichkeit adressieren können. Deswegen, sonst geht es nicht. Und ich würde eher sagen, deshalb unterscheide ich zwischen bei der Beschreibung der Problemlagen möglicherweise, die wir haben, und der Art und Weise, wie wir damit hinein umgehen. Deshalb würde ich sagen, der Unterschied ist, das zu beschreiben, man darf auch dann in der Hinsicht auch durchaus den Islam kritisieren, nur immer mit der Absicht, wo ich sage, es geht mir um ein anderes Zusammenleben hinzubekommen. Diese Haltung wird der große Unterschied sein, und ich habe sehr oft das Gefühl, dass wir, das geht ein bisschen vom Thema weg, aber sehr oft wir in der Gefahr sind zu sagen, oh Gott, wir dürfen auch Problemlagen nicht ansprechen, weil es möglicherweise anderen dient. Und das ist natürlich der ganz falsche Zugriff. Wir müssen uns in unserer Intention und unserer Absicht klar sein. Und da denke ich, muss man mit einer ganz klaren Nähe, souveränen Haltung durchaus zeigen, zu sagen, Leute, das ist gut, aber das und das, das können wir besser, das müssen wir besser machen.
da aufzeigen und was hineingreifen. Mir scheint ja, dass eben, Sie haben es ja angesprochen, dahinter so eine Art starke Identitätspolitik steht oder auch eine, weil es geht ja nur um Identitäten. Mhm. Und Amartya Sen, eben der Nobelpreisträger und Wirtschaftsforscher, hat ja so ein Buch geschrieben über die Identitätsfalle, was ich ganz spannend finde, wo er beschreibt, oder er nennt das eigentlich, wenn alle, eine ganze Gesellschaft oder ein ganz Europa nur mehr denkt in Monokulturen, also nennt das pluralen Monokulturalismus sozusagen, wir, die anderen, das Christentum, der Islam, dann erübrigt sich jede Debatte, dann kommt es eben zu, sozusagen, das ist eine Kampfrhetorik, eine Kriegsrhetorik. Mhm. Und dann traut man sich auch nicht mehr, die einen den Islam zu kritisieren, anstatt sozusagen die unterschiedlichen Identitäten oder auch die Zerwürfnisse innerhalb dieser Kulturen oder der anzuschauen. Also mir scheint, dass das ein Riesenproblem ist, ich weiß auch nicht, wie man da rauskommt. Oder die Angst vieler jetzt Eingesessener, Alteingesessene sagen, ich erkenne meine Straße nicht wieder, schaut plötzlich ganz anders aus. Das sind ja Sachen, die ja nur auf einer Identitätsebene laufen. Und die Reaktion ist dann, wenn man es raushaut, dann ist es wieder so wie früher. Das ist ja irgendwie der Schluss dran. Nicht? Wenn man die raushaut, dann gibt es keine Kebab-Standung mehr, so ist vereinfacht. Also wie mit dieser Identitätspolitik umgehen, und zwar so, dass das sozusagen nicht zu Kriegsrhetorik wird, sondern sich eigentlich vielleicht für ein neues Wir auflöst. Also ich bin völlig bei Ihnen, die Gefahr, die wirkliche Gefahr, also mir geht es nicht darum, dass wir darüber jetzt gegenwärtig streiten, diskutieren, und ich würde sagen, ja Leute, so ein gesellschaftlicher Wandel passiert nicht friktionsfrei. Insofern gehört ein großer Teil dieser Diskussion, die wir haben, der Kritik, die wir haben, gehört eigentlich für mich mit dazu. Also ohne Konflikte gibt es, und es ist okay. Ja, und es ist auch, dass wir deswegen streiten und dass wir sagen, wollen wir nicht. Aber das ist auch eine Gesellschaft. Wir befinden uns jetzt nicht mehr, also die Zeit des Nebeneinanders ist vorbei, Punkt. Das ist die letzten 25 Jahre gewesen. Da waren die Migranten hier, sie waren hier. Man hat sie nur nicht wahrgenommen, nicht notiert, weil sie sozusagen nicht als Teil dieser Gesellschaft gesehen wurden. Deshalb rede ich ja von der Etablierung. Jetzt ist die Zeit dieses Nebeneinanders vorbei. Und auf einmal die zweite Generation, die jetzt aufgewachsen ist, die dritte Generation zum Teil, die hier ist, die ist nicht mehr mit diesem Nebeneinander zufrieden, sondern sie sagen, ich bin ein Teil dieser Gesellschaft. Ich habe die gleichen Rechte und die Pflichten und ich merke, ich werde in bestimmten Punkten nicht gleich wahrgenommen. Das löst eine andere auch Mobilisierung aus, auch seitens der Migranten. Also die erste Generation, die hat vergleichsweise unter schwierigeren Bedingungen gelebt, unter erschwerten Arbeitsbedingungen, und die haben auch dieses Land mit aufgebaut. Das muss man ja immer sehen. Man kann, also ich versuche immer zu sagen, Leute, lasst uns über die Probleme sprechen, gerne. Aber erstmal müssen wir erkennen, wie viel sozusagen über diese Form, wie viel diese Menschen, die jetzt heute 70, 50, 60, 70 sind, mit zum Aufbau, wirtschaftlichem Aufbau dieses Landes beigetragen haben. Und die meisten sind unter den erschwerten Bedingungen auch zum Teil zufrieden gewesen. Es ist eigentlich die Migration, wie wir sie haben, ist erstmal eine Erfolgsgeschichte gewesen. Das muss man einfach, wer das nicht sieht, das wundert mich. Und wie viel kommunikative Verblendung brauchen wir, um das nicht zu sehen? Wenn uns das klar ist, kann ich sagen, unter der Bedingung sagen, okay, wo klappt es aber heute nicht? Wo müssen wir nachjustieren? Ich habe das Gefühl, wenn wir über das Thema Integration sprechen oder über die Probleme, dass wir uns im luftleeren Raum befinden und im völligen freien Fall. Und manchmal, wenn ein Migrant rot über die Ampel geht, haben wir das Gefühl, das ganze Verkehrssystem bricht zusammen. Es bricht nicht so leicht zusammen. Das heißt, wir leiden zum Teil auch auf einem hohen Niveau. Und ich wünsche, das sage ich immer wieder, hört sich provokant an, ich habe immer wieder gesagt, liebe Leute, wir haben hier nicht die brennenden Autos. Wir wissen wirklich, desintegrierte Gesellschaften sehen ganz anders aus. Geht das schon auch anders, oder? Ja, genau. Ja, aber in jeder Hinsicht. Wir haben diese Polarisierung nicht in dem Ausmaße. Und weltweit kennen wir solche Phänomene, wie sie passieren. Insofern habe ich gesagt, erstens, wir leiden auf einem hohen Niveau. Das heißt nicht, dass wir uns damit zufrieden geben müssen. Aber wir müssen sagen, Leute, wir bauen nicht auf nichts auf. Auf das können wir aufbauen, das und das funktioniert und das werden wir besser machen. Insofern habe ich immer gesagt, ich wünsche der ganzen Welt unsere Probleme. Auf dem Niveau, was wir hinein haben, und ich bin überrascht, dass wir, mir geht es dann nicht um, dass wir Fragen und Probleme aufsprechen, sondern wo ich merke, wir haben keine Kontextualisierung. Wenn wir das nicht gewichten und in einen permanenten Alarmismus fallen, wie wir es gegenwärtig tun, bei jeder Kleinigkeit, dass wir nicht mehr unterscheiden, was ist ein wichtiges Thema,
Es ist weniger wichtig, dass wir allem sozusagen eine hohe Aufmerksamkeit und eine Hysterisierung schicken, die nach oben hineingeht. Das führt eigentlich, wo ich sage, das bricht auch eigentlich mit den Grundfesten der europäischen Moderne, mit der Aufklärung, dass man zwischen der Unterscheidung zwischen wesentlich und akzidentell, also weniger wesentlich, unterscheiden muss. Das ist eine grundfeste Voraussetzung, um überhaupt mit reif und verantwortungsvoll mit Themen umzugehen. Das geht mir gegenwärtig bei dieser Thematik durch diese Hysterisierung zum Teil abhanden. Ich finde interessant, dass Sie sozusagen eigentlich sozusagen die These auch aufstellen, dass eigentlich die gelungene Integration in Wirklichkeit jetzt sozusagen Grund für die Konflikte sind. Also nicht umgekehrt, nicht mangelnde Integration führt zu der jetzigen konfliktreichen Debatte, sondern es sind eigentlich die Anzeichen von gelungener, weil Teile der zugewanderten zweiten Generation in die Mitte der Gesellschaft sozusagen vordringen oder auch schon angekommen sind. Ich würde eher sagen, wir haben beide Phänomene. Also konfliktanalytisch würde ich immer sagen, Leute, es ist nicht nur, dass negative Ursachen negative Folgen haben, sondern wir haben auch manchmal positive Entwicklungen, die problematische Folgen haben. Und da würde ich sagen, es sind unterschiedliche Konflikttypen, die auftreten. Wir haben natürlich einerseits ein Phänomen von Menschen, die eher in den untersten Rängen miteinander um Positionen kämpfen. Wir haben aber auf der anderen Seite Aufsteiger, die ein anderes Anerkennungsproblem haben. Und deswegen würde ich sagen, es ist nicht nur einseitig ein Aufsteigerproblem und ein Absteiger, sondern wir haben verschiedene Facetten darum. Das muss man sich immer nach Spektrum anders anschauen. Was ich wichtig finde, ist einfach, dass wir uns dieser Souveränität, das ist mir vielleicht, wenn ich auch sage, warum mir das so wichtig ist. Ich glaube, es hat nicht nur mit Migranten zu tun. Ich glaube, es hat mit unserer Grundfähigkeit in Gesellschaften zu tun, wie robust wir sind, mit Konflikten und Herausforderungen umzugehen. Das ist viel grundlegender. Und wenn wir in so wohltemperierten Rahmenbedingungen, wie wir sind, auf die kleinsten Sachen so fast entmutigend, fatalisierend, uns in die Ecke reden, gegenseitig, in die Haare bekommen, ja, was tut eine Gesellschaft dann, wenn es wirklich mal ein bisschen strenger wird? Wir haben keinen Anschlag in Europa gegenwärtig. Wir haben keinen Anschlag, zum Beispiel einen terroristischen Anschlag hier in Österreich, Gott sei Dank. Aber wer sagt uns, dass das nicht passieren kann? So, und wenn das passiert, wie gehen wir in diesem Land zu? Wir sind doch gegenwärtig ein ideales Spielball. Also ich würde sagen, das wird doch fast attraktiv für die zu sagen, ich brauche nur ein kleines Feuerchen zu machen und die gehen sich sowieso in die Haare. Mich als irgendjemand, der die Intention hätte, ich müsste dankbar darum sein. Und ich glaube, ich möchte vielmehr sagen, ich möchte eine moderne, aber eine sehr robuste Gesellschaft, die in der Lage ist, da ein bisschen dem zu widerstehen. Und ich habe das Gefühl, wir würden, wenn sowas passiert, die Migrationsbevölkerung als die Sündenbocke dafür hernehmen und das in die Geiselhaft nehmen und würden sie in die Hände der anderen spielen, weil sie sagen, schaut, wie sie mit euch umgehen. Das ist ein sehr alter Mechanismus, der wirkt immer. Und ich merke zu sagen, das schickt sich nicht an und das ist eher weitaus über die Migrationsbevölkerung eher eine unsouveräne Art. Und wer unsouverän ist, ist immer sehr fragil, wenn es echt schwierig wird. Also ich mache mir sehr oft nicht nur über die Migranten, sondern ich mache mir vielmehr über sozusagen die Beschaffenheit, die Haltung, die in dieser Gesellschaft ist und wie sie mit möglichen Problemen und Herausforderungen umgeht. Wie beurteilen Sie sagen, den sozialpolitischen oder sozioökonomischen Kontext? Es gibt ja auch eine Reihe von Thesen oder Argumenten, dass vieles, was kulturell argumentiert wird, in den Konflikten oder zwischen denen und wir und den anderen und so, sozusagen eigentlich soziale Hintergründe hat. Also zum Beispiel unterschiedliche Bildungschancen oder bestimmte einfach Haushaltseinkommen, die stabil bleiben und die aus Sicht der Mehrheitsbevölkerung sozusagen allein Differenz schaffen, weil das welche sind, die immer unten, sozialökonomisch unten sind. Das ist eher witzig. Also wenn man sich das anschaut, ich habe es mir manchmal im Gemeindebau mir mal angeschaut. Wir haben manchmal Konflikte, wo Absteiger auf Absteiger treffen. Wir haben manchmal sozusagen Phänomene, wo Aufsteiger auf Aufsteiger treffen und die einen Konkurrenzkampf haben vielleicht. Aufstiegskonferenz. Aber was wir sehr oft haben, das verkennen wir, und das passiert sogar in den untersten Milieuschichten, dass wir dort vermeintlich glauben, weil das eher vom Einkommen sind sie ungefähr gleich, aber es ist eine völlig andere Dynamik da drinnen. Ich habe das Gefühl, dass wir sehr oft zum Beispiel im Gemeindebau Menschen haben, die wohl eine bestimmte sich als bürgerliche oder sozusagen als eher die ein bisschen die Mittelschicht der Gesellschaft gesehen haben und auch in einem Bau, das zum Beispiel gut für sie passend da aussah, aber durch den grundsätzlichen
durch die wirtschaftliche Prosperität, durch die sozusagen die Verbesserung der Wohnsituation im Allgemeinen, hat der Gemeindebau an, sozusagen ist es dann von dieser, wo man dann vor war im Gemeindebau zu sein, ist es in der Relation, ist es eher sozusagen vom Ansehen schlechter geworden. Das heißt, es ist bei der gleichen Substanz, dass indem das andere besser wird, werden sie auf einmal vom Subjektiv, vom Gefühl her, wir sind eher die Schlechteren. Was dann kommt ist, wir haben das sehr oft beobachtet, es gibt Menschen, die dann diese Abwärtsperspektive das sehen. Migranten, die reinkommen, sehen sich eher in der Aufwärtsperspektive, weil sie von einem Punkt aus starten, von dem sie nicht weiter drunter liegen können. Das heißt, wenn sie mit Null anfangen, ist jeder kleine sozusagen Schritt ein Aufstieg. Das heißt, wenn sie beide dann von mir aus Tellerwäscher sind, hat der eine das Gefühl, dass er einen Abstieg hat und der andere sagt, das ist schon ein Aufstieg, wo ich bin. Und wir müssen das sozusagen im Auge haben und die Statistik zeigt uns das nicht. Die Statistik sagt, gleiches Einkommen, aber sozusagen die Perspektiven, die Dynamiken, die da hineinspielen, werden sehr oft vergessen. Das ist mir so ein wichtiger Punkt, was da passiert, auch von der, vom Selbstwert, vom Selbstbewusstsein und von dem, was da hineinsteht. Das andere ist, da bin ich völlig bei Ihnen, wir haben, das können wir konfliktanalytisch sofort sagen, wir haben eine massive Kulturalisierung von sozialen Konflikten und Problemlagen. Und dieses, das geht mit dieser Identität, also wir haben so die Zunahme des Begriffs der Identität, das ist beachtlich und hochproblematisch einerseits, und dann durch eine zunehmende Kulturalisierung auch der ganzen Debatte neigen wir dann dazu zu sagen, ja, das ist alles Kultur. Und ich sage so, was ist daran Kultur? Oder was macht sozusagen kulturell das aus, wenn jemand türkisch ist zum Beispiel, gemessen an dieser Situation? Und man könnte soziologisch, statistisch zumindest sagen, dass sie einen Großteil der Phänomene relativ kontrolliert über soziale Rahmenbedingungen sagen. Aber diese Kulturalisierung, das nimmt massiv zu. Gut gemeint und auch sozusagen schlecht gemeint. Das Dumme ist, wenn sie etwas kulturalisieren, zementieren sie etwas. Und das Dumme ist auch die es zuschreiben, leiden zum Teil auch darunter, weil sie damit auch ein bisschen die Unbeweglichkeit beschreiben. Also ich ärgere mich darüber, aber ich sehe keine Entwicklung, keine Bewegung. Und dann ist es Verstand wichtig, so, was man da macht. Und ich sage deshalb, plädiere zu sagen, Leute, legt mal die Kultur ein bisschen auf die Seite, versucht Menschen, jeden einzelnen Menschen ist von uns in seinem ganzen Typen einmalig. Begreift das. Aber, und schaut euch auch Menschen erstmal in seiner individuellen Lebenswelt erstmal an. Und da sehen Sie, dass einer, der in einem akademischen Kontext ist als Migrant, viel mehr mit anderen Akademikern was eher anfangen kann, als mit einer anderen Gruppe. Und dann kann möglicherweise Kultur eine Rolle spielen oder nicht in der Lebenswelt. Aber primär versucht eben nicht den Österreicher, nicht den Türken, nicht nur die Frau, den Mann, sondern das immer sekundär zu betrachten und immer sozusagen, ich versuche jemanden erstmal als Person zu adressieren und habe ein Gefühl für diese individuelle Lebenswelt von Menschen. Und welche Lebenswelt sozusagen jetzt von Arbeitern oder Arbeitern im Hilfsarbeitermilieu, egal woher sie kommen, ziemlich ähnlich ist oder zumindest ähnlich beschreibbar ist soziologisch. Nicht? Also ob das jetzt, es ist ähnlich. Es ist auch mit den Freundschaften, mit den Hobbys, mit den Interessen. Und das Akademikermilieu ist auch wieder, welche Zeitung sie lesen, was sie fernschauen, welche Freizeitbeschäftigung machen, ist auch ähnlich, egal jetzt, ob welche Herkunft die Leute haben. Genau, und uns fehlt in Österreich einfach eine gute Milieustudie. Also wir reden, wenn wir es gut meinen, sagen wir brauchen, man kann nicht über die Migranten sprechen, wir haben verschiedene Migrationsgruppen, aber eigentlich haben wir kein wirkliches Gefühl, was für Milieus das sind, in was für einen Größen sie da sind und wie das da drin aussieht. Wir haben in Deutschland eine Studie, die das repräsentativ mal gemacht hat. Und ich versuche das immer in meinen Vorträgen zu nutzen, und sage, uns fehlt was, und die Leute haben so große Augen, wenn sie mal merken, hoppla, das lässt sich sozusagen mehr oder minder in 7 große Milieus aufteilen. Und dann sagen sie, aha, wo ist der Anteil von denen, wo wir sagen, das sind eher vielleicht sehr streng fundamentalistische Bewegungen oder Strömungen, sehr traditionell, dann merken sie, das ist eine relativ kleine Gruppe von 7 oder 10%, keine Ahnung, und wie sich das andere alles aufteilt. Und das wird uns helfen, mal zu sagen, okay, über wen sprechen wir permanent? Wir sprechen, also das habe ich mal versucht, mal da herauszulesen, das sind so 3 Gruppen. Wir sprechen über, wo wir immer, also traditionelle Milieus, Jugendgruppen, die ein Problem da sind und so weiter, und ein Teil von Asylsuchenden. Ich habe gesagt, wisst ihr, man kann es quantitativ sehen, das macht ungefähr 15-20% der gesamten Migrationsbevölkerung aus. Bestimmen aber die gesamte Debatte. Nicht, nicht Sie bestimmen Sie, nein, sondern wir fokussieren uns so stark darauf in der Debatte und sehen die 80% nicht.
Und das ist natürlich sozialpolitisch oder gesellschaftspolitisch hochfragil, weil sie andere permanent die anderen stigmatisieren. Und die dritte Generation sagt, Leute, was wollt ihr denn damit? Ich sage auch nicht permanent, dass ihr 25% eine rechtsextreme, rechtspopulistische Partei habt und werfe das allen Österreichern vor. Und diese Vereinnahmung, diese Mitstigmatisierung, das spüren Menschen. Und Menschen haben ein sehr, sehr tiefes Gefühl für diese sozusagen Auf- und Abwertung. Und wir haben gegenwärtig das Problem, wir haben viele Menschen, die ja gut integriert sind in dieser Gesellschaft, aber die sagen, ich erwarte nicht, dass man mich lobt, aber ich erwarte einen Grundrespekt. Und dieser Grundrespekt fehlt. Und jetzt laufen wir Gefahr, wenn wir so weitermachen, dass wir Menschen, die eher integriert sind, in der Hinsicht desintegrieren. Weil Leute sagen, du, bin ich in einer Gesellschaft, und das ist mir vor kurzem passiert, dass jemand gesagt hat, einer, der ein Akademiker ist, ein Regisseur, der hier ist, der gesagt hat, ich weiß nicht, ob ich in einer Gesellschaft leben möchte, von der ich weiß, dass ich auf Dauer, egal was ich tue, und meine Kinder hier als Fremde bleiben werden, vom Bild her. Und die sind zurückgegangen. Und wir haben gegenwärtig irgendwas neues Phänomen in Deutschland, zum Teil auch in Österreich, dass zum Beispiel auch so ehemalige Entwicklungsländer wie Italien, Spanien, aber jetzt auch die Türkei, wirtschaftlich so einen massiven Wachstum dann haben, dass es für die Leute, die Eliten, die hier gebildet worden sind, die sagen, du, überleg mir das, da habe ich bessere Chancen, ich gehe zurück. Und was verlieren wir? Wir verlieren wirklich Leute, die hier gebildet sind, sozialisiert sind, wir brauchen Menschen mit Bildung, wir brauchen qualifizierte Personen und wir haben dann jetzt einen anderen Brain Drain in diese Länder zurück. Und das ist ja kein Problem, Menschen sollen das tun, nur möchte ich sagen, dass Leute eher zum Beispiel das sagen würden, hey, ich habe bessere Jobperspektiven, aber nicht gehen, indem sie sagen, ich hatte das Gefühl, hier hat mir der Respekt gefehlt, weil diese Menschen sind wiederum die Botschafter von Österreich dort drüben. Und sie sagen von ihnen, wie war es denn dort und je nachdem, was sie dann sagen. Das heißt, es sind auch zugleich, diese Menschen sind auch die Visitenkarte dieses Landes. Und ich glaube, dieses Land steht in vielem besser da, wenn sie ein Auge darauf hat. Und ich glaube, dieses Land ist auch noch viel besser. Und wir dürfen uns deshalb nicht in die Enge treiben lassen, wo wir selber uns in die organisierte oder kommunikative Unfähigkeit oder Passivität hineinwerfen lassen. Mhm. Wir lassen uns nicht in die Enge treiben und nicht in die kommunikative Unfähigkeit. Kenan Güngör, vielen Dank für das Gespräch. Und ich verabschiede mich von Ihnen. Bis zum nächsten Mal bei Eingeschenkt.